Etwa 35 Menschen kommen jeden Monat bei einem Feuer ums Leben. Ein Brand in Köln-Porz versetzt die Feuerwehr und das Rettungsteam um Notarzt Alexander Hedkamp jetzt in höchste Alarmbereitschaft. Notrufzentrale Köln, was kann ich für Sie tun? Schneider, unser Wohnwagen brennt. Wir wohnen Burggraben 100. Okay, brennt nur der Wohnwagen oder sind auch Menschen in Gefahr? Nein, mein Mann versucht, das Feuer zu löschen, aber der schafft das nicht alleine. Okay, Ihr Mann soll sich von dem brennenden Wohnwagen fernhalten. Die Feuerwehr ist unterwegs. Der brennende Wohnwagen gehört einer vierköpfigen Familie. Das eigenmächtige Löschen des Brandes wird dem Ehemann der Melderin noch zum Verhängnis. Was ist denn passiert jetzt hier genau? Ich weiß es nicht, mein Mann ist da hingerannt und jetzt versucht er, den selber zu löschen. Am Einsatzort angetroffen, kam mir direkt die Anruferin entgegen, die mich zum Wohnmobil gebracht hat. Und wir konnten dort sehen, dass der Wohnwagen halt in voller Ausdehnung gebrannt hat. Können Sie einmal hier bleiben bei den Kollegen? Bleiben Sie einmal hier weg vom Feuer, das ist gefährlich. Ihr bleibt da oben! Ihr bleibt auch da oben. Was macht der denn da mit dem? Was macht der Mann denn da? Hallo, gehen Sie mal da weg! Gehen Sie doch da hin! Das machen die Kollegen jetzt gleich nur in der Feuerwehr. Weiterhin bot sich uns eine zusätzliche Lage, dass der Mann von Frau Schneider selbsttätig versucht hat, das Feuer zu löschen. Wir haben ihm noch zugerufen, er soll es sein lassen und zu uns kommen, aber da war es schon zu spät. Hilfe! Aber kurz hier bleiben. Also der Herr Schneider stand dann lichterloh in Flammen. Wir konnten ihn dann direkt retten und mit einem CO2-Löscher ablöschen und mit einer Branddecke abdecken. Kriegen wir ihn hier weg? Lass uns mal ein Stück wegziehen. Also zu dem Verletzten, den wir vorgefunden haben, kann man nur sagen, dass sein Eingreifen in den Brandherd einfach total fahrlässig gewesen ist. Sowas kann man einfach nicht auf so eine Art und Weise löschen, vor allen Dingen nicht mit einer Decke bei einem so großen Brandherd. Da sollte man als Laie wirklich die Finger von lassen und dann Spezialisten holen, wie vor der Feuerwehr, die dann den Brand auch in den Griff kriegen. Einmal die Klamotten raus, abschneiden. Hallo, können Sie mich hören? Ja. So, Klamotten, haben wir noch eine Schere oder so? Und den anderen Rucksack. Noch einmal die Schere. So. Das ist mal die Narkose für euch. Ja. Fentanyl. Nochmal 15 Milligramm Fentanyl. Ja. Um die Brandursache zu klären, werden die Polizeibeamten Mark Westerhofen und Klaus Wiebel zum Einsatzort gerufen. Die Erstversorgung des lebensgefährlich verletzten Mannes hat jetzt Vorrang. Ja, ist schon ein bisschen schwerwiegend. Wir müssen jetzt zusehen, dass wir die ganzen Sachen rausgezogen bekommen, damit sie sich nicht festschmoren. Und er braucht jetzt auf jeden Fall als allererstes Schmerzmittel, weil sonst kann es kritisch werden bezüglich eines hypovolemischen Schocks. Ich brauche jetzt einmal Flüssigkeit. Die Ehefrau und ihre Tochter sind vollkommen außer sich vor Sorge. So, Sie kriegen jetzt was gegen die Schmerzen, ja? Die Retter kämpfen um das Leben des Mannes. Während einer solch dramatischen Situation ist es für die Feuerwehr und die Beamten nicht leicht, mit ihren Ermittlungen zu beginnen. Es soll sich noch herausstellen, dass ein Familienmitglied ein furchtbares Geheimnis hütet. Ich danke Ihnen! Ja, das ist ganz normal. Wir haben mal so einen Einsatzleitstellen, haben einen Bericht bekommen, also einen Funkspruch reinbekommen, dass wir hinzufahren haben. Das ist aber jetzt schon mittlerweile 10 Minuten. Ich habe angerufen vor 2 Minuten, ganz kurz habe ich angerufen, ganz also, schnell. Ich habe gerade mit der Leitstelle noch mal gesprochen. Wir hatten 2 Anrufer, vor 10 Minuten der erste. Deswegen waren wir jetzt auch schon hier gewesen. Das war unser Anruf, den wir auch bekommen haben. Genau. Ihre Nummer, die haben wir einmal angezeigt bei uns in der Leitstelle und die andere Nummer überprüfen wir gerade noch. 2 Anrufe? Wir haben 2 Anrufe. Eine, das war Ihre Nummer. Wer und dann der erste? Habt ihr da eine Info? Nee, ist unbekannt. Wir überprüfen die Nummer gerade noch. Wo ist mein Bruder? Einsatzleiter. Wo ist Steve? Okay, wie ist euer Verdacht? Weil da noch einer drinne.
Verdacht, der sieht erst. Ganz kurze Frage nur. Der Sohn wird vermisst. Ich hab die Kollegen vom Angriffszug gerade reingeschickt. Die waren im Wohnwagen drin. Dort ist niemand mehr drin. Ja, gut. Ihr Sohn muss also woanders sein. Hier ist er nicht. Danke. Ich gehe nochmal eben abfragen. Die Mutter, ihre Tochter und auch deren Freundin fühlen sich vollkommen hilflos. Der gesuchte Sohn kommt schließlich mit dem Rad zurück nach Hause und ist ebenso schockiert. Du, da ist mein Sohn. Oh, du bist echt, hab mir so Sorgen gemacht. Papa? Wo ist Papa? Der Papa, der ist da. Ja, hier bleibt es gut. Erstmal hier. Was ist passiert? Du bist im Wohnwagen, du bist verletzt. Alles klar. Okay. Wo warst du? Wo kommst du her? Ich habe noch gerade Werkzeug geholt bei Jerome. Warst du im Wohnwagen? Nein, ich habe hier eben nur noch rumgeschraubt. Die Feuerwehrleute haben im Wohnwagen leere Bierdosen gefunden. Da der Sohn dort manchmal Bier trinkt und raucht, kommt der Verdacht auf, dass er den Brand versehentlich verursacht hat. Die Brandursache selber, habt ihr die schon feststellen? Kann das sein, dass mit dem Roller da irgendwas gewesen ist? Nee, also der Roller, der hatte damit gar nichts zu tun. Der stand da zwar, hatte damit aber jetzt nichts zu tun. Okay, definitiv kann man ausschließen. Nee, er ist jetzt der, den wir gerade drin gesucht den haben. Den wir vermisst haben, ist aber safe, ist alles gut. Was mit den Bierdosen? Ich habe eben eine getrunken. Das war wohl ein Radler. Aber sonst nichts. Also nichts. Auch nicht den Wohnmann angesteckt oder sonst irgendwas. Wir sind einfach gefahren und dann war Juli erstmal. Gut, alles klar. Danke. Gut. Das ist doch Quatsch. Nee, Quatsch ist das nicht. Wir müssen erstmal wissen, wie der Brand überhaupt entstanden ist. Also, wenn der Roller da steht, kann ja schon sein, dass da irgendwas, keine Ahnung, eine Flamme war oder so, was du nicht mitbekommen hast. Lass mal das zumindest mal ausschließen. Okay, Papa ist jetzt erstmal da hinten drin. Darf ich noch mal kurz? Da sind wir gerade gefragt wegen der Brandursache. Genau. Ich habe jetzt gerade hier vorne habe ich etliche Zigaretten gefunden, wenn du mal schaust. Na? Das ist ja über Lippenstift dran. Da ist Lippenstift überall dran. Ich glaube, du rauchst nicht mit Lippenstift. Ja, Lippenstift, ne? Das sind Menthol-Zigaretten. Aber Mama, ich rauche schon seit Jahren nicht mehr. Das weißt du. Ja, das stimmt. Sie hat Lippenstift. Mama raucht wirklich nicht mehr. Komm her. Ja, Moment, ich muss mal gerade mal was fragen. Rauchen Sie denn? Kannst du mal eben da schauen, die junge Dame, die dreht sich gerade so komisch um. Blind. Also mir fiel dann plötzlich auf, dass an den Zigarettenstummeln der gleiche Lippenstift dran ist, wie nicht nur die Frau Schneider hatte, sondern auch ihre Tochter. Und dann habe ich der Polizei mal den kleinen Hinweis gegeben, befrag doch auch mal die Tochter. Raucht einer von euch zufälligerweise? Komm mal her, Mädels. Ich geh mal wieder zu meinen Kollegen. Danke, jo, alles klar. Raucht einer von euch denn vielleicht? Tut mir leid. Rat mal rüber, ja. Raucht einer von euch? Wir rauchen von euch. Wir haben uns hier helfen gesehen. Jetzt mal auf. Habt ihr hier geraucht? Ihr habt also dahinter im Wohnwagen gestanden da vorne und habt da gequarzt, ne? Eine nach der anderen. Habt ihr vielleicht die Zigaretten irgendwo in den Wohnwagen geschmissen oder an den Wohnwagen dran? Vielleicht haben wir die Brandursache gefunden. Die haben da hinten einen Zigarettenstummel gefunden mit Lippenstift. Guck mal zum Sachverhalt. Sie raucht nicht mehr. Sie hat Lippenstift auf jeden Fall. Volles Feuer ist aus. Wir machen uns mal Schwerten. Alles klar. Danke. Super, Jungs. Tut mir leid. Ja, bin nicht in meinem. Das tut mir leid. Ey. Die liegen am Wohnwagen. Da hat der Einsatzleiter mir gerade halt eine Handvoll mitgebracht. Halt, ne? Und die beiden Mädels, die haben sich hinten am Wohnwagen dran gestellt, haben da gequarzt. Wahrscheinlich ist da irgendwie die Kippe. Wir fragen jetzt mal. Ja, ich würde sagen, es passt. Also Sie haben es gerade ja schon zugegeben, dass Sie geraucht haben, aber die Mama, die raucht nicht mehr, die hat aber zufälligerweise auch denselben Lippenstift geraucht. Gut. So, ich rauche seit Jahren nicht mehr. Was sagen Sie dazu? Habt ihr denn davon irgendwas mitbekommen? Dass ihr irgendwie die Zigaretten, habt ihr die da hingeschmissen oder sind die in den Wohnwagen geflogen oder sonst irgendwas? Oder habt ihr die da reingeschmissen? Was habt ihr gemacht? So ein Feuer entzündet sich nicht von selbst. Also bitte. Irgendwas ist passiert. Ja, wir haben die abgegeben und dann weggeschmissen. Aber irgendwohin. Nicht geguckt, wo die hingeflogen sind. Natürlich haben wir hier eine Straftat vorliegen. Das ist eine fahrlässige Brandstiftung. Ich sag mal so, also wenn sie jetzt schon über 18 wäre, dann würde sie sich dafür verantworten müssen, auch wenn sie das aus Versehen gemacht hat. Aber sie ist erst 12, das heißt, sie ist strafunmündig. Sie wird wahrscheinlich dann schon für den Schaden natürlich beziehungsweise die Eltern aufkommen. Aber das ist alles Eigentum, also wird die ganze Geschichte wahrscheinlich eingestellt werden. Die Brandursache ist ermittelt, doch der unter Verbrennungen leidende Mann schwebt noch in Lebensgefahr. Auch wenn er stabilisiert ist, müssen seine Verletzungen schnellstmöglich auf der Intensivstation weiter behandelt werden. Bei so großflächigen Verletzungen ist es notwendig, dass man den Patienten narkotisiert und intubiert, damit man die ganzen Vitalfunktionen besser kontrollieren kann und damit er selber nicht in irgendeinen Schockzustand versetzt wird oder zu
ja, aggressiv auf die Situation reagiert, dass er jetzt gerade behandelt werden muss. Hier ist der zuständige Arzt hier, der kann ihm mit Sicherheit was erzählen. Wie geht's meinem Mann? So. Also der kriegt jetzt ein starkes Schmerzmittel bekommen, der kriegt jetzt gerade erstmal nichts mit. Ja. Falls in die nächstgelegene Klinikum am Südding, ja, da wo die Brandverletzten auch versorgen können. Letztendlich das geeignete Klinikum. Ganz ruhig. Ne? Erstmal schauen wir, dass wir ihn erstmal heil ins Krankenhaus bekommen und dann schauen wir weiter. Ja? So. Ja, momentan ist er schmerzfrei. Das ist erstmal wichtig. So. Einer darf mitfahren bei uns im Rettungswagen. Das ist kein Problem. Ich fahr mit. Guck du, ja? Bitte um den. Ja? So. Ja? Es hat auch nur Sinn, dass erstmal einer mitfährt. Das macht keinen Sinn, dass wir jetzt alle auf einmal da jetzt ankommen. Die kommen gerade eh nichts zu. Ne? Die Versorgung liegt jetzt gerade. Im Krankenhaus können die auch nichts machen wahrscheinlich. Ne? Deswegen ja, sind sie mobil. Aber ich kann nicht fahren. Ich kann jetzt nicht fahren. Dann fahren Sie mit uns. Ich will aber nicht unbedingt die Grenze zu erreichen. Nein, Sie soll auch nicht fahren. Kein Problem. Fahren auf gar keinen Fall. Wir müssen überlegen, halt, was wir mit den Pens machen dann hier. Könnt ihr alleine bleiben? Wie alt seid ihr? Auf jeden Fall auf den. Wie alt bist du? 17. Ja, denke ich mir mal, kriegen wir hin. Ihr habt die Nummer von der Mama, ne? Wenn irgendwas sein sollte, ja, bitte telefonische Erreichbarkeit sicherstellen. Wenn irgendwas auf, ja? ist hier. Wir sind auch noch ein bisschen hier, ne? Also macht ihr keinen Blödsinn jetzt, ne? Okay. So, ich habe uns angemeldet, Abfahrbereit, Schockraum wird hochgefahren, 30% war richtig. Ja. Alles klar, du wirst beatmen, alles ein bisschen Bescheid. Dann sind wir jetzt abfahrbereit. Gut, oder? Alles klar. Die Frau fährt bei mir zu. Mit. Genau. Ja, ihr bleibt das ist besser so. Alles klar. Mach zu und dann fahren wir auch los. Nach der Erstversorgung, die wir jetzt geleistet haben, müssen wir zusehen, dass der Patient schnellstmöglich in die Klinik am Südring kommt, wo sich die Spezialisten dann um seine Verbrennung weiter kümmern werden. Es stellt sich heraus, dass der Familienvater eine leichte Rauchvergiftung erlitten hat. Seine Verbrennungen werden kosmetisch operiert. Nach weiteren Ermittlungen wird klar, dass die Zigarette seiner Tochter das Feuer verursacht hat. Sie hatte den Brand früher entdeckt und den ersten Notruf abgegeben.